Als die Rahel am Freitag unseren Kongress eröffnet hat und uns eine Einführung gegeben hat, hat sie gesagt zum Schluss, und das Inzesttabu wird von Generation zu Generation weitergegeben. Nicht nur das Inzesttabu wird natürlich weitergegeben, eine Vielzahl von Haltungen, Abwehrstrukturen wird weitergegeben an die nächste Generation. Und auch das, was die Daniel dann zum Beispiel heute Morgen uns eingeführt hat, also eine bestimmte Empfindungsfähigkeit und Offenheit im Becken, Herzqualität und ein weites Gehirn, ein offenes, weites Gehirn, wird eben auch über elektromagnetische Felder, und die sind zurückzuführen auf Proteinbewegungen, wird weitergegeben an die nächste Generation. Und ich habe gedacht, das könnte doch mal ein spannendes Thema sein, dass wir das ein bisschen auf der zellulär-biologischen Ebene verfolgen. Und ich möchte euch gerne mitnehmen in eine halbe Stunde, eine Einführung in die zelluläre Biologie, die uns letztlich zeigt, wie wir uns selber steuern können und damit einfach nicht nur unser eigenes Leben beeinflussen, sondern das unserer Kinder und Kindeskinder. Leben und Lebendigkeit bedeutet Schwingung und Pulsation. Soweit wir wissen, besteht das ganze Universum und über das Universum hinaus, vom Feinstofflichen bis zum Grobstofflichen, aus Schwingungen. Und diese Schwingungen sind Informationen. Leben und Lebendigkeit bedeutet vor allem ein Austausch von Informationen, ein immer wieder neu Zusammensetzen von Informationen in sich aufbauenden und sich in sich selbst wiederholenden komplexen Strukturen. Und dafür habe ich euch einfach nochmal zur Erinnerung ein Fraktalbild mitgebracht, so als Anregung da hinein, wenn wir in der Zelle verstehen, was in der Zelle vor sich geht, was die Absicht des Lebens in der Zelle ist, können wir das auch übertragen auf den Menschen, auf die menschlichen Beziehungen, auf den Zustand unserer Welt und vielleicht sogar da hinein, wo wir uns hinentwickeln. Unsere Gedanken und Emotionen beeinflussen das elektromagnetische Feld der Zellen, und alle Zellfelder zusammen machen das elektromagnetische Feld um den Körper herum. Und dieses steht natürlich im Austausch mit den Feldern von anderen Menschen, aber auch von allem, was uns sonst umgibt, von Pflanzen und Tieren und Steinen und Bergen und der Luft und dem Quantenfeld überhaupt, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Und auch dafür kurz einfach eine visuelle Inspiration. Im Kleinsten, wie wir uns das noch betrachten werden, in Bezug auf die Zellen, und im Größten geschieht der Austausch von Informationen eben nicht wahllos, unabsichtlich oder zufällig, wie das um 1800 von Darwin und dann den Nachfolgern von Darwin noch proklamiert wurde, sondern es geschieht stets gerichtet und es ist voller Absicht. Es ist die Absicht des Lebens selbst, die wir in den Zellen beobachten können. In der Zelle erkennen wir zwei Übertragungswege von Informationen. Zum einen das, was beständig ist wie das Flussbett. Das wird über die Gene vermittelt. Und zum anderen das, was sich permanent tausendfach pro Sekunde bewegt. Und das ist das, was über die Epigenetik vermittelt wird. Der Weg über die Gene heißt Genetik,
und wird über 4 basische Nukleinsäuren in 2 komplementären Strängen vermittelt, die so aufgedreht sind wie eine Strickleiter und die DNA-Doppelhelix genannt wird und die kodiert jegliche Proteine, die wir im Körper herstellen. Das Wort Protein stammt aus dem griechischen Wort Protas ab und das bedeutet von höchster Wichtigkeit. Und das, finde ich, ist echt sehr treffend formuliert, denn es sind die Proteine, die die Rohstoffe dafür bilden, dass unser Körper in einer dreidimensionalen Struktur perfekt zusammenpasst. Und die Proteine sind auch dafür zuständig, dass unsere Physiologie einfach so fantastisch und ja, ausgeklügelt, magisch funktioniert eigentlich. Als Erinnerung nochmal sehen wir hier eine Abbildung von einem der Chromosomen, die in jeder Zelle vorhanden ist. Und dann ist jeweils einfach eine Vergrößerung zu sehen. Man sieht den aufgewickelten Chromatinfaden. Der ist um so kugelige Eiweißstrukturen herum aufgewickelt, die Histone. Und wenn man es weiter und weiter vergrößert, sieht man da diese leiterartige DNA-Doppelhelix und dann ganz zum Schluss der Strich, das soll mal so ein Gen darstellen, was wir uns noch mehr anschauen wollen. In der Genetik treten Veränderungen sehr selten auf. Das ist eben dieses Flussbett, was ich vorhin meinte. Wenn in der Genetik Veränderungen vortreten, dann nennen wir das Mutationen. Und wenn das einen Vorteil bildet in der Physiologie, im Überleben, dann wird das durchaus Lese weitergegeben. Ergibt sich daraus ein Nachteil, dann macht das ungefähr 5% unserer Erkrankungen aus. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, das ist eine komplette Revolution der Biologie aus den letzten 15 Jahren. Das ist auch bisher immer nur bei einzelnen Wissenschaftlern noch das Wissen. In der Schulmedizin wird einfach immer noch davon ausgegangen, dass wir hauptsächlich über die Gene vermittelt unsere Krankheiten bekommen. In der Epigenetik, habe ich schon gesagt, laufen in einer Sekunde tausendfache Bewegungen ab, um die sich ständig ändernden Zustände und Informationen in der Zelle und um der Zelle herum und um uns herum, um denen gerecht zu werden und diese umzusetzen in taugliche Informationen und dann an die Zellen zu schicken. Die Epigenetik beschreibt also die Funktion von Regulationsproteinen, die auf der DNA-Doppelhelix draufsitzen und die dann jeweils entweder aktivieren oder deaktivieren. Dazu auch eine kleine Abbildung, wie man sich das vorstellen kann. Es gibt aktivierende Regulationsproteine und unterdrückende und wenn die auf der DNA drauf sitzen, wird das jeweilige Genabschnitt dann eben entweder abgelesen oder nicht abgelesen. Würden wir den DNA-Faden in einer einzigen Zelle glatt ausstreichen und vollständig aufrollen, wäre 2 Meter lang. Also der DNA-Faden in einer Zelle, ich bin 1,80, 2 Meter lang. Ich finde das immer wieder sehr eindrücklich, was unser Körper macht. Die gesamt ausgerollte DNA eines Körpers würde 150 Mal die Entfernung zur Sonne und zurücklegen. Die gesamte DNA von 7 Milliarden Menschen, wenn wir die zusammendrücken würden, könnten wir die in der Hand halten. Es hätte die Größe von einem Reiskorn. Eine Fehlsteuerung im Bereich der Epigenetik, und das ist spannend, macht 95% unserer Erkrankungen aus.
Und wie wir unsere Epigenetik beeinflussen können, das ist einfach das, was die Epigenetik uns unterrichten kann über unsere Gedanken, über unsere Gefühle, über unsere Lebenshaltung. Und das, finde ich, ist der Clou von dem, was ich euch ein bisschen vortragen möchte. Zum Beispiel haben die Epigenetiker herausgefunden, dass Mäuse, die ein krankes Gen tragen, das sogenannte Agouti-Gen, wenn die eine bestimmte Ernährung bekommen, sind die Nachkommen gesund, obwohl sie auch Träger dieses Gens sind. Und das war ja bis anhin, wie sagt man, wissenschaftlicher Standard, dass wenn man das Gen hat, dass man dann auch erkrankt. Und auch davon kurz ein Bild. Also ihr seht da eine dicke, fette, gelb befällte Maus und eine andere. Die gelbe Maus ist die Mutter und ist erkrankt. Sie trägt eine sehr starke Stoffwechselstörung und hat ein kurzes Leben. Und die braune kleine Maus ist ihre Tochter. Die trägt auch dieses Gen und ist gesund und ist auch in ihrem Laborleben nicht erkrankt. Die Erkenntnisse der Epigenetik zeigen also, wie Veränderungen zum Beispiel in der Ernährung und in unserem Lebensstil, wie unsere Gefühle und Gedanken und natürlich auch Selbsterkenntnis und Meditation unsere physische Hardware beeinflussen, also unsere DNA, Fehler dort reparieren können und schlafende Gene aktivieren können und krankmachende Gene deaktivieren können. Was wir schon immer wussten, ist jetzt auch bis in die zelluläre Struktur nachgewiesen, nämlich dass unsere Beziehungen zur Familie und zu Freunden und Kollegen, dass unsere sexuellen Gewohnheiten und spirituellen Praktiken, sportliche Betätigung und echte Psychotherapie direkt und innerhalb von kürzester Zeit strukturelle Informationsänderungen an die Zellen schicken. Und wenn ich sage, direkt und innerhalb kürzester Zeit, würde ich euch gerne ein Beispiel geben. Es gibt einen amerikanischen Arzt, Dean Ornish, der hat Prostatapatienten behandelt, und zwar allein mit einer Umstellung in der Ernährung und mit sportlicher Betätigung, und hat nach 90 Tagen diese getestet und festgestellt, dass die Aktivität von 500 Genen verändert wurde. Und dann weiß ich nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, es gibt ein Zeitreise-Experiment. Da haben sie 40 Männer im Alter von 70 bis 80 Jahren in ein Hotel verfrachtet und die waren 4 Tage dort. Und in diesem Hotel war alles so ausgestattet wie in der Jugend von diesen Männern. Also die Einrichtung war so, die Fernsehveranstaltungen, die gesehen haben, die Sportveranstaltungen waren die von damals. Die Musik, die sie gehört haben, war die von damals. Und nach 4 Tagen sind die wieder rausgekommen, sind gemessen worden. Und jemand, der mit einem Stock reingegangen ist, hatte viel mehr Elan, als er rausgekommen ist. Unabhängige Beurteiler haben gesagt, die sehen jugendlicher aus. Das Experiment ist noch einmal wiederholt worden, weil das einfach mega aufwendig ist, mit dem gleichen Ergebnis. Also 4 Tage durch eine Inspiration aus der eigenen Jugend hat bis auf die zelluläre Ebene in dem Gesundungsprozess einfach enorme Veränderungen erbracht. Auf der anderen Seite, über den Weg der Epigenetik beeinflussen natürlich auch andauernder Stress, Konflikt, Gewalt, Traumata, aber auch Umweltgifte, Elektrosmog, Viren und Bakterien, unsere Gene.
Unsere Gene können anhand des Reizes, der sie aktiviert oder deaktiviert, als aktivitäts- oder verhaltensabhängige Gene unterschieden werden. Aktivitätsabhängige Gene werden von unseren Gewohnheiten und Mustern, das heißt von unseren Alltagsroutinen, runtergefahren. Und neue Erfahrungen, Lernen, sich etwas Neuem öffnen, etwas Unerwartetem, Bewusstseinserweiterung und Kontakt mit dem Unbekannten regulieren diese Gene hoch. Ist nicht verwunderlich und trotzdem finde ich es einfach wieder spannend, das eben in der zellulären Ebene, in den Zellen wiederzufinden. Unsere Routinen und Gewohnheiten fahren diese Gene runter. Verhaltensabhängige Gene werden bei starken emotionalen Erregungszuständen aktiviert oder deaktiviert. Auch das verwundert uns nicht. Aktivierend wirken Freundschaft, Unterstützung, Wohlwollen, Liebe, Zuneigung, Zufriedenheit und alles, was den Stress runterfährt. Und dämpfend wirkt alles, was eben mit Stress zu tun hat. Emotionen von Ärger, Feindseligkeit, Konkurrenz, Angst, Eifersucht, Schuld, Scham, Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht, um nur einige zu nennen. Ups, das war das. Wie eng all unsere Lebensbezüge zusammenhängen, habe ich eine Folie rausgesucht. Da geht es mir vor allem eigentlich um den Mittelteil. Da ganz in der Mitte steht SR-Kompetenz, das heißt Selbstregulationskompetenz. Und das meint eigentlich das Geschenk der Epigenetik, dass wir in alle Richtungen Einfluss nehmen können auf unser Wohlbefinden, auf unsere Gedanken, auf unsere Fähigkeit zu meditieren, die Tiefe der Meditation zum Beispiel, wie sehr wir uns öffnen können, wie sehr wir alte Muster überschreiben können oder auflösen können. All das öffnet uns die Tür, also die Epigenetik öffnet uns die Tür dazu. Über die Epigenetik verknüpfen sich insbesondere unsere Gedanken und Gefühle mit dem Körper. In diesem Geflecht bildet die Epigenetik die Schnittstelle zwischen Geist und Körper. Das ist auf der einen Seite einfach eine ganz wichtige Schnittstelle auf dem Weg der Befreiung, eine freie Energie zu werden, dass da alte Programmierungen sich auflösen können. Und es ist auf der anderen Seite in der Therapie natürlich ein ganz wichtiger Weg, weil wir da in der Traumatherapie Traumen auflösen können und auch für den normalen Neurotiker. Wir finden uns ja immer wieder in so Wiederholungsschleifen. Also dass man da bis auf die Ebene der zellulären Programmierung von diesen Wiederholungsschleifen hinabreicht und eine Wirkung erzielt. Über die epigenetischen Regulationsproteine auf den verhaltensaktivierten Genen schreiben sich die Erfahrungen und die Gefühle und die dazugehörenden Gedanken aus der Vergangenheit fest, sodass sie bei entsprechendem Reiz und bei Traumatherapiepatienten eben minimalstem Reiz angestoßen werden und wiederholt werden. Und das finde ich auch irgendwie sehr spannend zu sehen, wie sich die Vergangenheit zellulär festschreibt, aus irgendeinem Impuls in der Gegenwart aktiviert und dann in die Zukunft vorausgeschickt wird. Und eben als extremstes Beispiel davon kennen wir die Flashbacks von Traumapatienten. Dort, wo durch Gewohnheiten, Muster und Routinen die Lebendigkeit verloren geht, schreiben genetische Kodierungen unsere Zukunft als zwingende Wiederholung der Vergangenheit vor.
Und das kennen wir ja auch, weil so, es gibt so Familien, in denen bestimmte Muster tradiert sind, wo seit Generationen Missbrauchsgeschichten laufen, wo seit Generationen Gewalterfahrungen herrschen. Und wir selbst kennen das ja auch. Zum Teil haben wir den Job gewechselt oder sind woanders hingezogen und finden uns in einer neuen Beziehung wieder und bestimmte Muster sind einfach immer noch am Laufen. Da sowohl genetische als auch epigenetische Kodierungen vererbt werden, leben wir bei fehlender Bewusstheit die Vergangenheit unserer Vorfahren aus. Das Wissen der Epigenetik ist eine entscheidende Hilfe, jegliches Opferbewusstsein fallen zu lassen und die Programmierung unserer Gene selbst in die Hand zu nehmen. Das ist das, was wir ja sowieso machen in dem Weg der Selbsterkenntnis, aber dass man das einfach auch wiederfindet in den Zellen, finde ich irgendwie sehr inspirierend. Das Aufspüren der Absicht, wir hatten vorhin ganz am Anfang gesagt, dass das Leben sich entlang einer Absicht immer weiter in komplexeren Strukturen entwickelt. Das Aufspüren dieser Absicht in unserem eigenen Leben ist ja nicht immer ganz einfach. Deswegen finde ich auch da könnte es hilfreich sein, die Absicht in den Zellen zu erkennen, um sie von dort aus dann zu übertragen in die größeren Zusammenhänge. Das habe ich einfach mal versucht so darzustellen, dass wir einfach da von der Zelle ausgehend bis in die weitesten, größten, komplexesten Strukturen uns ausdehnen können und dann das Quantenfeld, was das alles inspiriert und auch wieder Inspiration empfängt. Sich der Absicht des Lebens anzuschließen, war schon immer eine große Leidenschaft der Mystiker, Philosophen und Wissenschaftler. Diese aufregende, oft aufreibende und mühsame Erkenntnisprozesse müssen wohl immer wieder durch viele Engpässe, Missinterpretationen und Verirrungen und Verkennungen hindurch, um zu einer umfassenderen Sicht zu reifen. Seit dem Mittelalter hat sich im Umgang mit Paradigmenwechseln und Tabuthemen leider nicht viel verändert. Auch wir erleben das aktuell ja gerade eben und sowieso auch stark, dass längst überholte falsche Überzeugungen immer wieder stur wiederholt werden, neue Erkenntnisse ignoriert werden, deren Vordenker werden angegriffen und diskreditiert und wenn das nicht reicht, auch umgebracht. Und auch wir selbst tun uns schwer, eingefahrene, limitierende Muster, die sich eben bis in die Ebene der Zellen festschreiben, aufzudecken, zu hinterfragen und aufzulösen. Der Mensch, der sich als Individuum, als ein Einzelwesen betrachtet, ist tatsächlich eine Gemeinschaft. Er ist sogar eine äußerst geschäftige und effizient organisierte Gemeinschaft aus 50 bis 90 Billionen Zellen. Der Körper macht uns vor, wie eine Bevölkerung aus Billionen von Individuen kooperierend unter einem Dach glücklich zusammenleben. Offensichtlich funktionieren Zellgemeinschaften besser als menschliche Gemeinschaften, denn es gibt im Körper keine heimatlosen Zellen, und niemand wird ausgeschlossen. Außer natürlich, es läuft etwas aus dem Ruder. Zellen, die sich abkoppeln und ausschließen, wie zum Beispiel Krebszellen, werden erkannt und aufgelöst. Und das finde ich auch ganz spannend, dass unsere körperliche Gesundheit und auch unsere geistige Gesundheit sowohl von den aufbauenden als auch von den abbauenden Kräften abhängig ist. Also im Krankheitsgeschehen sind natürlich die regenerativen, aufbauenden, wiederherstellenden Kräfte eingeschränkt, aber auch oft die zerstörenden, die, die erkennen, dass irgendwo was nicht mehr gut funktioniert und das auflösen.
Jetzt würde ich gerne mit euch nochmal anschauen, wie das denn eigentlich kommt, wenn alle Zellen ein identisches Genom haben, dass die eine Zelle zur Gehirnzelle wird und die andere zur Nierenzelle. Wie kommt das denn? Also nochmal, jede Zelle hat ein identisches Genom. Und das könnten wir uns so vorstellen wie eine immens gut ausgestattete Bibliothek mit ganz, ganz viel Informationen. Die einzelnen Bücher darin würden den Chromosomen entsprechen. Und die Kapitel in den Büchern wären dann die jeweiligen Genabschnitte, die entscheiden, welche Proteine produziert werden und damit dann festlegen, welche Zelle entsteht aus der Stammzelle. Das jeweils gelesene Kapitel entscheidet also, ob eine Zelle zur Leberzelle, Nierenzelle oder Nervenzelle wird, da alle Zellen ja einen identischen DNA-Faden haben. Und ihre unterschiedliche Identität erhalten sie durch die Epigenetik, die bestimmt, welcher Abschnitt von den Genen denn jetzt abgelesen wird. Umgangssprachlich spricht man hier von Schaltern und dann stellt man sich jeweils einen Ein- und Ausschalter vor. Tatsächlich ist es aber wie so oft in der Natur ein kontinuierlicher Prozess. Und so könnte man den epigenetischen Prozess sich auch als einen Dimmer vorstellen mit einer kontinuierlichen Ableseintensität von null bis vollständig. Und dass man sich es optisch ein klein bisschen vorstellen kann. Dieser Strich unten, das soll der Genabschnitt sein, da gibt es einen Vorläufer, dann gibt es eine Andockstelle für die Epigenetik, für ein Protein, das dann entweder sagt, es wird abgelesen oder nicht abgelesen und auch die Intensität, in der abgelesen wird. Die einzelne Zelle ist also in der Lage, durch Erfahrung zu lernen, zelluläre Erinnerung zu speichern und diese auch an die Nachkommen weiterzugeben. Das kennen wir zum Beispiel aus der Antikörperbildung. Wenn wir mit einem fremden Bakterium oder Virus in Kontakt kommen, dann stellt der Körper verschiedenste Proteine her und dasjenige, das am besten in der Lage ist, an den Eindringling anzudocken und den zu aufzulösen. Diese Information wird an die nächsten Zellen weitergegeben und auch an die Nachkommen weitergegeben. Jetzt kommt was weiteres Spannendes. Und zwar haben die Genforscher festgestellt, dass der Gentransfer nicht nur innerhalb von einem Organismus stattfindet, sondern dass der Genaustausch und damit Informationsaustausch auch unter Mitgliedern unterschiedlicher Art stattfindet. Die Intelligenz der Natur sorgt über diesen Austausch an Informationen über die Gene und damit meinen wir eben immer die Hardware und die Software, also das, was auf den Genen drauf sitzt, die Epigenetik, dass davon nicht nur die eigene Art profitiert, sondern das Ganze. Hier haben wir also auf der zellulären Ebene Anschauungsunterricht für die beispiellose Neigung der Natur zu kooperieren. Der Gentransfer und damit der Informationsfluss gilt natürlich nicht nur für die Intelligenz der Menschen, sondern auch für die Dummheit der, nicht für die Intelligenz der Natur, Entschuldigung, sondern auch für die Dummheit der Menschen, die sich weigern, der Absicht des Großen das zu erkennen und sich dem anzuschließen, sondern sie meinen, sie wüssten es besser. Es gibt jetzt eine erste Studie, die zeigen konnte, dass gentechnisch veränderte Nahrung im Verdauungsprozess unser Mikrobiom beeinflusst und die Bakterien dort sehr stark schädigt. Eine andere Art und Weise, wie wir sehr stark eingegriffen haben in unsere Gesundheit, ist das unverantwortlich hohe Gebrauch von Antibiotika. Das hat uns viele resistente Keime beschert und auch die Keime sind viel aggressiver und es macht auch einen enormen Einfluss auf unser Mikrobiom, was sehr ins Ungleichgewicht geraten ist. Die Zellbiologie zeigt also, wie eng die Lebewesen auf der Erde miteinander verbunden sind und wie existenziell die Kooperation zu einer evolutionären Entwicklung ist,
für die Gesundheit und das Wohlergehen der ganzen Erdengemeinschaft und darüber hinaus. Gemeinschaften zu bilden, spiegelt den biologischen Imperativ des Lebens wider. Das finde ich auch ganz schön. Gemeinschaften zu bilden, spiegelt den biologischen Imperativ des Lebens wider. Je besser ein Organismus seine Umgebung wahrnimmt und mit ihr kooperiert, desto größer sind die Überlebenschancen. Wenn sich Zellen zusammenschließen, erhöht sich ihre Wahrnehmungskraft exponentiell. Wenn sich Menschen zusammenschließen, erhöht sich ihre Wahrnehmungskraft exponentiell. Artenübergreifende Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung ist also das Modell der Natur. Und wir kennen ganz viele erstaunliche Beispiele aus der Tier- und Pflanzenwelt. Sicherlich kennt ihr das, was jetzt sehr beforscht wurde, auch in den letzten 10 Jahren, die Bäume, wie Bäume untereinander kommunizieren, wie sie dafür sorgen, welche Nachkommen gedeihen, wie sehr die Bäume mit den Pilzen unter der Erde zusammenarbeiten und was es mit unserem Immunsystem macht, wenn wir einen Waldspaziergang machen. Ein anderes Beispiel sind die Mikroorganismen in unserem Körper, vor allem diejenigen in unserem Darm, von denen es 10-mal mehr gibt, als wir Zellen im Körper haben. 500 Billionen, ungefähr 2 Kilo unseres Körpergewichts. Und weil der Körper ohne sein Mikrobiom gar nicht leben kann, könnte man eigentlich das Mikrobiom wie ein Organ betrachten, also auch ein Organsystem des Körpers. Und die Epigenetik hat herausgefunden, dass unsere Zellen, dass die Gene aus unseren Zellen mit den Genen im Mikrobiom kommunizieren, dass die sich austauschen. Unter anderem durch diesen Mechanismus können wir erkennen, in welch umfassender Weise die Ernährung über die Beeinflussung des Mikrobioms Auswirkungen hat auf unsere Zellgesundheit. Und alarmierend sei hier kurz erwähnt, dass unser Lebensstil, der Lebensstil der sogenannten zivilisierten Welt, einen Rückgang des Mikrobioms oder der unterschiedlichen Mikroorganismen, die wir im Darm haben, von 15-40% zu verzeichnen hat. Also es gibt Studien in Völkern, die noch relativ wenig mit der modernen Welt in Kontakt gekommen sind und die haben ein Vielfaches mehr an unterschiedlichen Mikroben im Darm, als wir das haben. Und das könnte man in Zusammenhang sehen, auch mit der 6. Welle einer großen Artenvernichtung, die wir ja zurzeit auf unserem Planeten erleben. Wenn der Mensch in diese unglaubliche Entwicklung der Evolution hin zu immer komplexeren und blühenderen Gemeinschaften eingreift, sei es durch Machtansprüche an Land und Leute, durch Kriege, Flüchtlingsströme, Zwangsumsiedlungen oder eben Umweltgifte und zunehmende Technologisierung, um nur einige zu nennen, dann sind die Konsequenzen ein Erkranken, eine Stagnation bis hin eben zur Zerstörung des Ganzen. Und das beschäftigt uns ja viel zurzeit. Und wenn ich gerade noch mal zurückkommen kann an diese kleine Zeichnung, würde ich da gerade mal einen Aspekt rausgreifen, und zwar das Zusammenleben in kleineren Gruppen, also so etwas wie eine Stammeskultur oder ein Volkswissen. Wenn wir uns also den Informationsaustausch in einer Stammeskultur anschauen, wird verständlich, wie ein minutiöses Zusammenspiel von dem regionalen morphogenetischen Feld und dem Genom aller ortsansässiger Lebewesen ein lokales Wissen von immensem Wert für das Ganze im Lauf von Jahrhunderten hier hat entstehen lassen.
Wir verstehen, wie es genetisch kodiert ist, wie es geborgen und weitergegeben wird. Je besser die Frequenz von Sender und Empfänger aufeinander abgestimmt ist, desto differenzierter, harmonischer, lernfähiger und glücklicher ist die Musik in Anführungsstrichen, was im Sinne der Evolution als positiv zu bewerten ist. Wenn Sender und Empfänger sich nicht mehr gut verstehen, entstehen hier katastrophale Folgen. Ein erschreckendes Beispiel hierfür ist das Bienensterben, was unter anderem auf die Zunahme der Pestizide, aber vor allem eben auch auf die Zunahme der Mikrowellenstrahlung zurückzuführen ist. Die Bienen verständigen sich, wo sie die Futterquellen finden und wie sie diese Nachricht an ihre Mitbienen weitergeben, eben auch über feinstoffliche Kanäle. Diese Information funktioniert nicht mehr gut. Das Bienenvolk fühlt sich angegriffen und mauert den eigenen Bau zu, sodass sie nicht mehr gut rein- und rausfliegen können. Sie haben zu wenig Nahrung, sie kriegen weniger Nachkommen und sie sterben. Ein anderes Beispiel mit ungeahnten Konsequenzen in diesem Gesamtgefüge ist die massive Flüchtlingspolitik, durch die zum einen Menschen an einem Ort leben, deren Genom überhaupt nicht in der Lage ist, mit dem morphogenetischen Feld zu kommunizieren, was zu erheblichen individuellen Spannungen und zu Stress führt. In den Praxen kennen wir das. Das sind Menschen mit einem Migrationshintergrund und den Folgen davon. Zum anderen erfährt aber auch das stille Wissen einer Stammesgemeinschaft viele Störgeräusche, sodass viel von der lokalen Kultur verloren zu gehen droht. Die Eingriffe des Menschen bringen den Untergang vieler Arten hervor. Krieg zerstört das kulturelle und genetische Gut der Menschen in den Flüchtlingsländern, ebenso wie das der Länder, die derart überflutet werden, wie dies zum Beispiel in Deutschland gerade der Fall ist. Ich war auf einer Weiterbildung von einem Historiker, der in 2 Stunden ununterbrochener Lecture uns dargelegt hat, dass das Deutschland, so wie ich es noch kannte, wie es einige von euch noch kannten, das gibt es nicht mehr. Und die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt daraus? Ein anderes Beispiel der Zerstörung von stillem Wissen erzählen die Wildhüter eines Nationalparks in Afrika. Das ist das Lieblingsbeispiel von der Christine. Die Anzahl von Elefanten in dem Reservat ist zu groß geworden. Die haben keine natürlichen Feinde dort gehabt. Und die Wildhüter mussten sich entscheiden, einige Elefanten zu töten. Und sie haben diskutiert, welche Elefanten sie denn jetzt töten und fanden, dass der Stamm am leichtesten auf die alten Damen verzichten kann, die nicht mehr für Nachkommen sorgen können, und haben einige von denen getötet. Und waren dann doch sehr erstaunt, dass der ganze Stamm im Aufsuchen von den Wasserlöchern sehr verunsichert war. Die haben einfach die Wasserlöcher nicht mehr gut gefunden, die sind umhergeirrt. Also dieses stille Wissen, was vorhanden war, ist verloren gegangen. Und auch die jungen Bullen in ihrer Pubertät, der Stamm war nicht mehr so gut in der Lage, die mal zurechtzuweisen, die mal in die Schranken zu verweisen, denen mal einen Stopp zu geben. Also da ist sehr viel chaotische Energie umgewesen, sodass die Wildhüter dort erkennen konnten, dass die alten Elefantendamen Informationen von unschätzbarem Wert getragen haben. Wir können uns also ganz konkret vorstellen, dass beständig ein Austausch an Informationen stattfindet zwischen allen Lebewesen untereinander, mit der Umwelt, in einem für uns oft nicht hörbaren und kaum fühlbaren Bereich. Ernährungswissenschaftler haben herausgefunden, als kleines Beispiel, dass Gemüse, das wir im eigenen Garten züchten, eine genauere Passung mit unserem Körper aufweist als Gemüse, das wir kaufen. Eine genauere Passung macht, wie wir vorhin schon gesagt haben, eine schönere Musik, und das ist der Gesundheit zuträglich.
Der von vielen Seiten gepriesene multikulturelle Weltenbürger ist im Sinne der Absicht ein Verlust an Diversität und somit ein weiterer Schritt in die Verarmung. Es geht um Kooperation, nicht um Gleichmacherei. Und in diesem Sinne können wir Darwins Satz, das Leben sei ein Kampf ums Überleben, umschreiben in das Leben ist eine große Kooperation zum Leben und zum Überleben. Dass wir das Verständnis des Überlebens durchaus nicht nur auf die materielle Ebene zu beschränken haben, ist ein weiteres Kapitel, das die Epigenetik uns öffnet, was ich aber im Mangel der Zeit nicht tue, möchte aber ganz kurz sagen, die Absicht des Lebens ist nicht primär das Überleben im eigentlichen Sinne, sondern eben der Zuwachs an Komplexität und Bewusstsein, der durchs Leben und Lebendigkeit entsteht. Diese Schwingungsinformation fließt dem Quantenfeld zu und ist das Geschenk und der Dank des individuellen Lebens an das Ganze. Nicht das Überleben in der materiellen Form ist die Absicht, sondern das Überleben der Information. Und das habe ich auch noch mal kurz versucht darzustellen. Also das Quantenfeld inspiriert alles, unsere Zellen, den ganzen Körper, den Mensch, das Tier, die Pflanzen. Und über die Epigenetik geben wir das, was wir gelernt haben in unserem Leben, an unsere Nachkommen weiter. Und diese Informationen fließen dann dem Quantenfeld wieder zu, was dem Gemeinsamen zugutekommt. Und damit würde ich schließen. Vielen herzlichen Dank. Es hat mir mega Spaß gemacht, mich da ein bisschen einzulesen. Das bietet noch wirklich sehr viel mehr Power, was da drin steht in diesem jungen Forschungsgebiet. Ja, also wir haben ein Lied mitgebracht, das ich... Also den Text dazu habe ich vor ein paar Jahren geschrieben, während ich meine erste große Biochemieprüfung gelernt habe. Und ich war irgendwann in der Bibliothek so sauer darauf, wie einseitig das dargestellt wurde, dass ich nicht mehr konnte und das kreativ rausgelassen habe. Und Domi hat mir dann geholfen, die Melodie dazu zu schreiben. Es heißt Biochem Mystery. Biochem Mystery. You say life is just four different parts of DNA, and that's probably true, and mighty clever too. But what about the miracle that makes us want to live? What about the part in us that proves that God exists? So tell me, how could you forget? Explain to me, how can you not get that to see the whole picture? It cannot have a frame. That for truth to be honest, it must not have a name. You say sex is simple, reward and reproduction. And you're right, of course, and maybe even worse. You might really feel that way and will never know you're wrong. What it's really all about and why you're missing out. So tell me, how could you forget?
Explain to me, how can you not get that you see the whole picture? It cannot have a frame. That for truth to be honest, it must not have a name. Only endorphins and evolution, and the theory is perfect. How could one object? But what about the lightning storm that makes us lose our minds? What about the inner force that leaves all thoughts behind? So tell me, how could you forget? Explain to me, how can you not get that you see the whole picture? It cannot have a frame. That for truth to be honest, it must not have a name.